Moin, heute möchte ich dir mein Budget Ultralight Kochgeschirr von AliExpress vorstellen, mit dem ich im letzten Jahr auf dem Hermannsweg unterwegs war. Das Set hat im letzten Jahr unter 40 Euro gekostet, mittlerweile ist der Preis etwas höher, aber man kommt immer noch mit 50 Euro eigentlich ganz gut klar. Gewichtsmäßig müsste es so um die 180 Gramm liegen. Das ist ganz okay. Ja, eine kleine Zwischenbemerkung für die Lithium-Eisen-Phosphat-Akku-Baufreunde unter euch. Da wird es noch wieder Videos zu geben. Ich bin gerade dabei, tatsächlich ja das Setup zu vervollständigen. Es ist ja auch kein Tutorial oder keine Tutorial-Reihe, sondern tatsächlich so meine Erfahrung mit dem System, was ich da bis jetzt erlebt habe, wie auch tatsächlich das mit PayPal weitergegangen ist. Wird in den nächsten Tagen nochmal kommen. Heute geht es aber tatsächlich erstmal so um so Outdoor-Kram. Ja, genau. Ich werde dabei heute auf die Vor- und Nachteile dieses Sets eingehen und vielleicht auch ja einige Alternativen vorstellen, die ich zwar nicht ausprobiert habe, aber naja, die es halt gibt. Und ich werde dir auch erzählen, welche Änderungen ich an meinem Kochsetup mittlerweile vorgenommen habe. Ja, wenn du das Video magst, wenn dir das Video gefallen hat, wäre es klasse, wenn du ein Like da lässt. Wenn du tatsächlich auch mehr und weitere Reviews oder Videos sehen möchtest von Gear, das ich auf dem Hermannsweg benutzt habe, lass ein Abo da, klick die Glocke, das wäre natürlich auch super. Und ich würde natürlich auch freuen, wenn du vielleicht einen Kommentar da lässt, um über deine Erfahrungen mit Kochgeschirr auf Wanderung ja, zu berichten. So schaut's aus. Ich habe dir alle Teile aus dem Kochset unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das sind zum einen Affiliate-Links zu AliExpress. Das heißt also, wenn du mir ein kleines Trinkgeld zukommen lassen möchtest, kannst du die über diesen Link kaufen. Du kannst allerdings auch den ganz normalen Link zu AliExpress nutzen oder, wenn ich das aufgetrieben habe, vielleicht auch zu Amazon oder sonstigen Sachen. Das sind dann aber auch keine Affiliate-Links mehr. Weiterhin packe ich dir den Namen mit in die Videobeschreibung, sodass du auch selber bei dem Ausrüster deiner Wahl gucken kannst. Ja, okay, dann packen wir mal aus. Das Set besteht aus verschiedenen Sachen. Einem Podcozy, in dem der Topf drin ist. Stell ich mal rüber. Einem Big-Feuerzeug, einem Brenner. Die Gaskartusche, die zählt aber nicht zum Gewicht dazu, deswegen stelle ich die erstmal rüber. Einem Topf und diesem formschönen Göffel. Ja, kommen wir als erstes zum Topf. Das ist ein Topf von Lixada, 650 Milliliter. In die Markierung geht ungefähr bis 500 Milliliter. Das Schöne ist, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Da muss ich auch mal so umdrehen. Ja, vielleicht sieht man das. Da sind, ich glaube, das sieht man nicht. Aber der Topf hat Markierungen, die auch innen sind. Aber ich glaube, jetzt sieht man das. Und diese Markierungen sieht man allerdings auch außen. Die sind nach innen durchgestanzt. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Das heißt, wenn man weiß, für eine Mahlzeit oder so, für diese typischen Trekkinggerichte, welche Flüssigkeitsmenge man braucht, ist dieser Topf eigentlich optimal. Und es ist ein Henkel dran, ein Deckel dabei. Der hat einen Henkel, genau. Den kann man so aufstellen. Und dann kann man den hier so draufsetzen. Ja, ist ein Titantopf. Wie gesagt, von Lixada. Habe ich euch verlinkt. Die Größe ist eigentlich so für mich optimal, denn wie ihr vielleicht gerade schon beim Auseinanderbauen gesehen habt oder auseinandertürmeln. Es passt tatsächlich die Gaskartusche rein, das Blickfeuerzeug und der Brenner passen da oben drauf. Dann kann man dazu machen und alles ist verpackt. Ist doch geil, oder? So. Haben wir als erstes, wie gesagt, den Topf. Dann geht's weiter zum Brenner. Der Brenner, das ist, finde ich, der eigentliche Knaller. Der wiegt 28 Gramm, ist ein Titanbrenner. Nennt sich BAS 3000. Da findet man den auch bei AliExpress, auch bei eBay oder wo auch immer.
Der ist eigentlich sehr billig gemacht, hat ein paar Nachteile, auf die ich nachher noch eingehen werde. Vielleicht kann ich euch das auch gleich nochmal zeigen. Und ja, der ist schön klein und sehr leicht und der passt super auf so eine Gaskartusche. Ja, der ist klasse, finde ich. Ne? Ja. Dann kommt als nächstes, und den habe ich ganz vergessen, der Brenner ist tatsächlich ein bisschen windempfindlich und ich habe mir dann so ein, ja, aus Titan, man hört schon, der knistert ziemlich, einen Windschutz besorgt. Genau, den kann man dann so, ja, schnell wegmachen wieder. Den kann man dann tatsächlich ganz gut rummachen. Der nimmt nicht viel Platz weg, der ist relativ leicht. Gewicht der einzelnen Sachen blende ich euch ein jeweils. Und ja, damit kann man eigentlich sehr gut mitarbeiten. Ich habe mir dazu noch so zwei kleine Titanstangen besorgt, weil die halt auch leicht sind und die kann man dann, mit denen kann man dann halt diesen ja, Windschutz zum Beispiel im Boden oder an solchen Ritzen in Tischen verankern, damit er einem nicht wegfliegt. Ich habe es allerdings auch schon mal gesehen, dass das jemand mit ja, Büroklammern gemacht hat. Das fand ich eigentlich auch sehr lässig. Naja, gut. Dann, genau, das nächste Ding ist dieses Big-Feuerzeug. Kostet ein paar Euro, hält ewig, funktioniert dadurch, dass es halt, ne, so schön Funken schlägt. Eigentlich auch sehr gut, ja, wenn's draußen kalt ist. Das heißt also auch bei Minusgraden habe ich damit zumindest das Gas schon mal anbekommen. Das heißt, das gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Gut. Okay. Was sonst noch dabei ist, mein Göffel. Ich war damals der Meinung, ich bräuchte unbedingt einen Göffel. Und zwar eine Löffelseite und eine Gabelseite getrennt. Ja, ist leicht, ist auch aus Titan, ist von der Firma Auxe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den bestellt habe. Ich werde euch da einen AliExpress-Link dazu setzen. Aber ich glaube, den gibt es auch bei eBay und Amazon genauso. Ich habe den im Zweierset gekauft. Eigentlich kein schlechtes Teil. Gehe ich nachher noch drauf ein. Und dann habe ich natürlich noch was Selbstgebasteltes. Und zwar ist das ein Podcozy. Ich habe zu Hause ein bisschen ja, Luftpolsterfolie mit Aluminium gefunden. Kann man sich auch aus Windschutzscheiben, Winterschutz irgendwie zusammenbasteln, glaube ich. Ne? Und dann so ein bisschen mit ja, Aluminium-Klebeband, was ich tatsächlich auch noch zu Hause rumliegen hatte. Also ich habe ziemlich viel zu Hause rumliegen. Und das ist quasi als Isolierung für den Topf, wo man dann halt zum Beispiel, wenn man so Fertignudeln hat oder sowas, oder Nudelsuppen, Fertignudelgerichte, da kann man dann halt die Nudeln gehen lassen oder ziehen lassen, ohne dass dann halt viel an Hitze verloren geht. Das ist eigentlich auch sehr praktisch bei dem Ding. Jo. Und als Luxus-Ding, weil ich mir gedacht habe, so, ich brauche halt, ne, wenn ich morgens frühstücke, Müsli ohne Kaffee ist scheiße. Das heißt, ich habe mir noch eine extra Tasse mitgenommen mit meinem Logo drauf. Klasse. Habe ich mir mal gekauft. War eine Idee wert. Ist aber relativ schwer. Das war als Luxus-Ding noch dabei. Aber das ist eigentlich nicht das Kochgeschirr, sondern das eigentliche Kochgeschirr ist halt, ja, ne, das hier. Gut. Ah, und noch ein Teil habe ich, das habe ich mir quasi aus dem 3D-Drucker selber gedruckt. Das ist so ein, ja, Ständer für diese kleine Gaskartusche. Da passt auch die etwas größere Gaskartusche drauf, also die 200 oder ja, 200 Gramm, 230 Gramm Kartusche. Das ist, wenn man tatsächlich irgendwo, ja, wenn es ein bisschen wackeliger ist, dann steht die Kartusche besser. Könnte man auch drauf verzichten, ich fand es aber ganz fancy. Okay, damit ihr auch mal seht, wie das Ding soweit funktioniert, baue ich euch auch das mal zusammen. Ich habe hier immer noch einen Schutz auf der Kappe drauf. Muss man nicht, aber kann man machen. Diesen Brenner kann man hier schön auseinanderfalten. Und dann schroppt man den einfach auf die Kartusche drauf. So.
Und ja, es gibt heute mal Instant-Kaffee. Den rühre ich mir quasi immer erst mit kaltem Wasser an. Deswegen bleibt immer ein bisschen Wasser in der Tasse drin. Ich lasse das mit dem Windschutz heute mal weg. Es ist relativ windstill. Man sieht schon, er macht ordentlich Geräusche. Und dann lassen wir das mal kochen. Übrigens wichtig, ne? Diesen Pinöppel hier oben stehen lassen. Das ist Titan. Titan leitet Hitze nicht so super. Dann wird er nicht heiß. Dann kann man ihn einfach so wieder abheben. Total geil. Ja, viel von der Flamme sieht man nicht. Aber ich glaube, so ein bisschen sieht man da das Gas züngeln. So schlecht finde ich es nicht. Wie gesagt, der Brenner ist ein bisschen windempfindlich. Das sieht man so auch jetzt schon ein bisschen. Aber das passt schon. Ja, für den Kaffee nehme ich übrigens ja von hier hin, von Cellini, so Instant-Kaffee. Es gibt ja auch Empfehlungen, dass der von Nescafé der Kaffee nicht verkehrt ist, aber Nescafé ist Nestlé und es kommt mir nicht ins Haus. Da ich gerne Milchkaffee trinke, ich glaube, ich habe das auch schon mal in dem Video gezeigt, habe ich mir bei eBay Milchpulver bestellt. Und da gibt es dann immer ein paar Löffel quasi vorher rein, die ich anmixe. Darf auch gerne mal ein bisschen mehr Milch sein. Ja, ne, und guter Tipp ist, also finde ich zumindest, ne, sind diese preiswerten IKEA-Beutel. Die haben so einen ja, Doppelverschluss. Der saut zwar manchmal etwas zu, aber sie sind halt leicht und passt gut was rein. Das hier sind die 1-Liter-Beutel, kann man eigentlich ganz gut kaufen. Übrigens gibt es diese Cellini-Dinger natürlich auch im Glas. Die fülle ich dann auch wieder in so einen IKEA-Beutel um. Und dann hat man da dieses Problem mit dem vielen Müll nicht, den diese kleinen Päckchen hier machen. Das finde ich nämlich ein bisschen ätzend. Der Müll kommt übrigens erstmal in die Jackentasche. Der wird dann hinterher zu Hause wieder ganz normal ordentlich entsorgt. So. Ich hoffe, ich habe noch genug Gas da. Ja, und wenn man jetzt hier so reinschaut, hat man hier so einen Haufen Zeug drin. Dann kann man das so ein bisschen umrühren. Das wird nicht besser. Man kann das so ein bisschen am Rand festmatschen. Dann bekommt man so eine ja, Milchkaffeepampe quasi. Da kommt dann nachher das heiße Wasser drauf. Und dann hat man eigentlich gar keinen so schlechten Kaffee. Vor allen Dingen keinen schlechten Milchkaffee. Und der Cellini-Kaffee, der kann wohl was. Also der ist ja, ein bisschen fast schon zu bitter, aber der ist lecker. Okay. Ja, wenn ihr jetzt natürlich sagt so, Alter, das dauert aber Ewigkeit lange mit deinem Wasser, ist auch kein Wunder. Das Gas ist leer. Übrigens, ne, wer sich wundert, warum da Gaffer-Tape auf der Gasbuddel drauf ist, ich fülle tatsächlich meine kleinen Gaskanister nach. Diese hier, also alles, was mit schwarz ist, hat tatsächlich nur reines Butan aus so einer, ja, aus so einer typischen Campinggasflasche. Das Gas ist auch nicht so super. Wenn man ein bisschen besseres Gas möchte, das ist auch nicht viel teurer, dann nimmt man zum Beispiel so ein Primus-Gas. Dieses Go-System-Gas ist auch nicht schlecht, das ist auch eine Butan-Propan-Mischung. Und das von Optimus, das Gas, ist sogar mit Butan, Isobutan und Propan. Das ist sicherlich nicht verkehrt, gerade wenn es auch in Richtung kältere Temperaturen geht. Aber für den Sommer reicht mir das Nachfüllen mit den normalen, ja, diesen Löt- oder Gas- naja,
Gasherdteilen aus dem Campingbereich eigentlich vollkommen aus. Okay, das funktioniert doch schon besser. Da hört man auch gleich, dass der Gasbuddel tatsächlich noch voll ist. Wasser ist heiß genug. Das Schöne ist, einer der großen Vorteile von Titantöpfen, wenn man tatsächlich das Gas nicht jetzt wirklich so komplett, ne, um den Topf herumleitet ist, die Griffe bleiben einfach kühl. Und man kann sich dann einfach sehr schön seinen Kaffee ergießen, beziehungsweise das Wasser zu seinem Kaffee hinzufügen. Gut. Jo. Dann schauen wir mal weiter. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen dieses Koch-Setups. Erster Nachteil, wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich zumindest, was Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus angeht, nicht so der größte, oder Zellen, nicht so der größte Freund von AliExpress, aber wenn es um Outdoor-Equipment geht, muss ich tatsächlich sagen, ist eigentlich eine klasse Sache. Auch wenn man natürlich da auch die gleichen Maßstäbe ansetzen muss. Das heißt, ne, bei AliExpress, wenn da mal was ist, wird es schwierig mit dem Umtausch, es wird schwierig mit einer Garantie oder einer Gewährleistung. Da kann man natürlich dann besser in Deutschland kaufen. Auch was die Versandzeiten angeht, also das Kürzeste, was so geht, sind 10 Tage. Das klappt manchmal auch tatsächlich, wenn nicht gerade Krieg ist oder Pandemie oder sonst was. Letztes Jahr hat das noch einigermaßen gut funktioniert. Dieses Jahr hatte ich auch schon mal so bei anderen Sachen relativ schnelle Versandzeiten. Und ich habe euch die Links, die Affiliate-Links bei AliExpress so rausgesucht, dass es 10 Tage Versandzeiten sind. Dafür hat man natürlich den Vorteil bei AliExpress, dass der Preis interessanter ist. Das heißt, man liegt da tatsächlich unter dem, was man bei Amazon so bezahlen würde. Und teilweise kommen dann die Sachen bei Amazon auch einfach nur aus China direkt. Und man wartet tatsächlich dann auch mal einen Monat, bis man so ein Teil da hat. Also das kann bei Amazon, wenn man nicht aufpasst, Amazon Marketplace, ganz schnell passieren. Und auch wenn das Gesamtsetup eigentlich sehr leicht ist, es geht natürlich immer noch leichter, es geht natürlich noch immer preiswerter. Das heißt, wenn man zum Beispiel im Bereich der Spirituskocher schaut und sich da einen selbstgebauten Spirituskocher ja selber bastelt, oder wenn man sich mit einem selbstgebauten Spirituskocher beschäftigt, dann kommt man natürlich auch in Gewichtsregionen, die noch wesentlich unter dem liegen, was hier ist. Wobei ich finde, die 28 Gramm für diesen Kocher sind nicht so schwer. Aber Spirituskocher ist natürlich dann von Vorteil und leichter, wenn man zum Beispiel nur einen Overnighter macht oder tatsächlich mal irgendwie einen Kaffee so einmal unterwegs trinken möchte oder sowas. Da hat man dann so eine 70 Milliliter oder 60 Milliliter Spiritus dabei. Und dann ist man natürlich im Gesamtsetup ja leichter unterwegs als mit so einer komplett vollen, nach Möglichkeit, Gaskartusche. Das ist natürlich klar. Also wie gesagt, es geht immer leichter. Genau, die Griffe, das hatte ich schon erklärt gerade, ne, bei diesen Töpfen, die sind nicht mit diesem Silikongummi ummantelt, wie es bei manchen Alutöpfen der Fall ist. Dieses Silikon, das brennt dann ab oder so. Das ist dann immer irgendwie, da muss man immer sehr aufpassen, finde ich. Das finde ich hier ganz gut. Und das Schöne ist auch, dass die Griffe hier aus Titan sind. Das heißt, Titan ist ein schlechter Wärmeleiter. Also, naja, ist halt nicht so ein guter Wärmeleiter wie zum Beispiel Aluminium oder Stahl oder Kupfer. Und deswegen ist das natürlich gar nicht so verkehrt. Man kann hier angreifen, ohne dass es wirklich böse heiß wird. Das Gleiche gilt hier beim Topf für diesen schönen Deckel. Mit dem Griff hier, wenn man den so aufgestellt hat, bleibt er einigermaßen kühl. Man kann da wirklich ohne Probleme anfassen. Wenn man das allerdings tatsächlich so macht, dass er unten bleibt, dann wird er auch warm. Und dann muss man halt vorsichtig sein. Da verbrennt man sich nämlich die Flossen. Macht. Ja, wenn man nochmal auf die Größe von dem Topf zu sprechen kommt, 650 Milliliter sind vielleicht nicht viel,
Wenn man größer kochen möchte, kann das tatsächlich sein, dass das zu klein ist. Für die meisten Instant-Nudelsuppen reicht das allerdings vollkommen aus. Und auch die ganzen Trekking-Nahrungsgerichte, wo man dann halt Wasser warm macht und in diese Trekking-Tüten schüttet. Da war, glaube ich, in der Rezeptempfehlung oder in der Wasserempfehlung 300 Milliliter oder mal 500 Milliliter. Damit kommt man hier auch super mit klar. Für größere Sachen ist das natürlich dann nichts, ne, wenn man für zwei Leute kochen muss oder so. Vorteil ist aber dieser kompakten Größe dann natürlich auch, dass diese, ich sag mal gucken, wo steht hier, ne, diese 100 Gramm Gaskartuschen prima umgekehrt, am besten mit Ventilschutz, prima umgekehrt hier reinpassen. Dann kann ich meinen BAS 3000 Kocher hier einmal zusammenfalten. Zack. So, pack den hier mit rein, mach den Deckel drauf und dann bin ich fertig. Dann ist das Ding ja verpackungsbereit. Ne? Und ich habe tatsächlich auf der Tour noch ja das Ding, sowas hier, so ein Oller, so ein Eulenlappen nochmal gefittelt und dann auch mitgenommen, damit ich halt noch so was ein bisschen zum Saubermachen habe. Das war eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, soll heißen, bei der Größe gibt es Vor- und Nachteile. Da muss jeder selber wissen, was er nimmt. Für mich hat das genauso gepasst. Ja, einen kleinen Nachteil habe ich noch, der tatsächlich auch nicht so ganz unproblematisch ist. Bei diesem BAS 3000 Kocher ist es so, dass die ja, dass der relativ heiß wird, auch hier unten. Und gerade wenn man einen Windschutz benutzt und da nicht viel ja Platz zwischen Kartusche und Windschutz lässt, dann wird hier unten dieser Pin, na, kann man sehen, ah, okay, ne, dann wird dieser Pin so heiß, dass er quasi das Ventil von der Gaskartusche wegschmilzt. Das ist nicht weiter schlimm, da passiert auch nicht viel. Bloß dieser Pin drückt halt dieses ja Kunststoff von dem Ventil, drückt er runter. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich blende euch das vielleicht ein, wenn ich das im Studio geschafft habe, mit dem Dremel mal so ein Ventil auszubauen. Da könnt ihr dann mal gucken, was da passiert. Dann schmilzt quasi dieser Pin in das Kunststoff rein. Das Ventil ist quasi dauerhaft dicht durch die Hitze. Und das ist doof. Es kann natürlich auch sein, dass das Ventil komplett kaputt schmilzt. Das hatte ich auch schon mal, wenn man das übertreibt. Ja, dann entweicht auch tatsächlich das Gas aus der Kartusche. Und wenn sich das natürlich dann vielleicht entzündet, ist das vielleicht nicht so ganz so super. Das heißt, da müsst ihr vorsichtig sein mit dem, mit diesem Brenner oder mit diesem Kocher. Da ist der nicht so super geeignet, ne? Den in einer geschlossenen, in einem geschlossenen Bereich irgendwie. Naja, ihr wisst schon. Ja, kommen wir zu möglichen Alternativen, die ich auch mal überlegt hatte. Also es gibt Brenner. Ich glaube, von MSR oder von DeSoto Windmaster, von MSR gibt es irgendwas, die nicht so super windempfindlich sind, die auch eine größere Brennerfläche haben als dieser BAS 3000. Die sind natürlich eine super, super Möglichkeit, sind natürlich auch entsprechend teurer, weil es halt Markengeräte sind. Aber das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ich ja, blende euch mal so zwei dieser Kocher ein, ne? Vielleicht ist das ja ein Tipp für euch, tatsächlich auch so einen Kocher zu nehmen. Die andere Möglichkeit sind ja so Kochersysteme, wo dann unten unter dem Topf auch Lamellen für eine bessere Hitzeverteilung da sind. Auch sowas blende ich euch mal ein. Es gibt Leute, die damit eine super Erfahrung gemacht haben und die auch mit gar nichts anderem mehr kochen möchten, weil natürlich da die ja Wärmeabsorption und die Wirksamkeit und die Wärmeverteilung natürlich optimal ist. Das muss man tatsächlich so sagen. Gibt es auch in Titan natürlich. Ja, wenn man natürlich nicht unbedingt im Bereich ultraleicht unterwegs sein möchte, sondern einfach nur einigermaßen leicht. Es gibt solche Sets oder es gibt bei AliExpress oder bei Amazon so graue Aluminiumtöpfe. Da ist dann Ton schon auch schon Brenner dabei für unter 20 Euro zusammen. Da passt dann auch die etwas größere Gaskartusche mit rein. Auch das blende ich euch gleich mal ein. Und das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, wenn man ja
bei mir ist das die typische Fahrradausstattung. Wenn man mit dem Rad unterwegs ist, kann man auch mal etwas Schwereres mitnehmen vielleicht. Und da passt auch mehr Wasser rein oder mehr Flüssigkeit rein. Das Ding hat mehr Volumen. Und man hat auch gleich zwei Behältnisse. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Nimmt aber natürlich im Rucksack auch mehr Platz weg. Und das ist natürlich auch nicht so ganz gut. Ja, und gerade für Tagestouren sind natürlich auch Spiritusbrenner eine super Sache. Habe ich aber für mich auf dem Hermannsweg während der Tour nicht mitnehmen wollen, weil ich mit diesem Spiritusbrenner, so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Ich bin manchmal ein bisschen trottelig und wenn ich sowas umkippe, mit dem ganzen Alkohol, der dann auf einmal in Flammen steht mitten im Wald, das ist nicht so ganz mein Ding. Deswegen habe ich mehr auf Gas gesetzt. Ja, kommen wir zu den Änderungen für dieses Jahr. Und zwar habe ich mir oder werde ich meinen Göffel tatsächlich durch einen ganz normalen Löffel ersetzen. Und zwar auch einen langen Löffel, damit man zum Beispiel in solche Trekking-Mahlzeiten, wenn man sie doch mal unterwegs nutzt, besser reinkommt. Dafür ist der kurze Göffel, der da oben ist, zu kurz. Und das Problem ist auch noch, ich brauche den Gabelanteil von dem Göffel eigentlich gar nicht. Hat die Erfahrung so gezeigt. Ja, und der nächste Punkt, der verschwinden wird, ist meine schöne Tasse. Die nimmt halt tatsächlich im Gepäck sehr viel Platz weg. Und deswegen kommt die weg und wird durch eine Falltasse von Sea to Summit ersetzt. Die finde ich gar nicht so schlecht. Die hat fast das gleiche Volumen. Da ich gerne viel Kaffee trinke, ist das ja optimal. Und, das kommt noch dazu, wenn man diesen Topf hier hat und man den, ich drehe euch mal rüber, wenn man den Topf hier hat mit dem Hot Cozy und das Ganze hier drin verpackt, so, dann kann man das Faltding hier oben drauflegen. Und fertig ist das. Geil, oder? Ja, und was ich auch überlege, ist, dass ich dieses Netz hier eventuell entsorge, ist natürlich extra Gewicht. Muss weg. Auch wenn natürlich hier die Tasse von Sea to Summit hier super drauf passen würde. Aber irgendwie überzeugt mich das noch nicht so ganz. Und vielleicht baue ich mir den Pod Cozy, den ich selber gemacht habe, auch nochmal etwas größer. Weil der Topf geht da schon sehr schwer raus. Und wenn ich den größer baue, dann vielleicht auch so groß, dass ich hier die Tasse mit einbauen kann. Und dann ist das Netz überflüssig und kann weg. Zack. Okay. Ja, wenn euch das Video gefallen habt, lasst mir ein Like da. Wenn ihr Bock auf mehr solche Gear-Reviews, Gear-Tipps habt oder sowas, lasst mir ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Für Anregungen, für Tipps, was Outdoor-Equipment angeht, bin ich immer sehr, sehr, sehr offen. Ich diskutiere auch gerne. Das heißt also, haltet euch in den Kommentaren nicht zurück, wenn ihr möchtet. Schreibt was dazu. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.